Herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen, zu einem weiteren kleinen Video auf meinem beschaulichen Kanal Lederchens Gruselkiste. Ich bin Leder und heute gibt es wieder ein Video für die Masters-Freunde und Freundinnen unter euch, für euch. Gell? Und ihr habt es ja schon dem Titel entnommen und dem Thumbnail. In diesem Video geht es um meine allererste Masterverse-Figur. Gell? Das ist für mich eine Premiere. Ich habe so eine Figur noch nie vom Nahen gesehen und auch noch nie in der Hand gehabt. Da bin ich schon sehr gespannt. Und ihr habt es ja gesehen, es geht diesmal um den etwas zivilisierteren und moderneren Anhänger der Gattung Zyklop. Gell? So möchte ich es mal sagen. Der liebe Triclops. Triclops, hier habt ihr ihn in seiner Verpackung. Und wir wechseln dann auch gleich die Perspektive und schauen uns die Figur in aller Ruhe noch in der Verpackung an und dann ausgepackt. Aber hier habt ihr ihn kurz mal so. Und mal so. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe noch nie eine Masterverse-Figur so nah bei mir gehabt wie jetzt gerade. Ja? Triclops, klasse. Also dann wechseln wir jetzt die Perspektive und schauen uns die Figur in aller Ruhe erst einmal in der Verpackung an und dann ausgepackt. Viel Spaß, meine Freunde. Gell? Und da haben wir die liebe Figur in ihrer Verpackung, meine lieben Freunde und Freundinnen. Inklusive Spiegelung von den Fenstern hinter mir. Das ist das Action-Feature in diesem Video. Das ist das Besondere, gell? Also, hier haben wir den lieben Triclops noch in seiner Verpackung. Da haben wir natürlich einmal den, wie wir ihn alle kennen. Und das ist für mich auch eine neue Information. Der liebe Triclops scheint wohl blond zu sein. Gell? Dann haben wir hier zwei Wechselhände. Natürlich hat er sein Schwert dabei. Gell? Er hat sein Schwert dabei. Und er hat diese Kutte von dieser Techno-Sekte. Und da muss ich mich jetzt outen. Ich habe noch nie eine Folge der Netflix-Serie gesehen. Nur in so First-Time-Watching-Videos, gell? Denn ich besitze kein Netflix und das kommt auch nicht ins Haus, solange es Filme und Serien noch auf physischem Medium gibt, gell? Das heißt, ich kann euch jetzt nicht verlässlich sagen, ja, wie heißt das überhaupt alles, in welchem Zusammenhang ist das. Ich weiß nur, der Triclops hat in dieser Serie wohl so eine Sekte geleitet, nachdem Skeletor vermeintlich weg ist, gell? Aber ich kann euch da wirklich nicht viel sagen. Ich kenne das nur von Ausschnitten her, vom Hörensagen, da ich kein Netflix besitze. Aber auf alle Fälle, ihr seht es ja, es sind zwei Wechselhände dabei. Diese Kutte, auch mit einem Wechselkopf. Aber mir geht es primär um den Original-Triclops, sage ich jetzt mal so. Dass der liebe Triclops blond ist, das ist für mich eine neue Information. Aber wunderbar, gell? Ja, im Gegensatz zu den Origins-Karten gibt es hier nicht so viel zu sehen. Wir haben halt hier einmal oben das Masterverse, der Schriftzug, das Logo. Dann sehen wir unten Masters of the Universe Revelation Triclops, das Logo der Firma, der Hinweis, dass die Serie halt auf Netflix lief, gell? Aber wenn wir jetzt die Verpackung drehen, und ich meine, da erzähle ich ja nichts Neues, das ist logisch, gell? Dann haben wir hier ein wunderschönes Artwork von Triclops, einmal in seiner ursprünglichen Form, sage ich mal, und dann unten in dieser Kutte, gell, mit so einem Kelch. Wenn wir die Verpackung umdrehen, dann haben wir hier noch einmal ein sehr schönes, großes Artwork. Wir sehen hier halt Triclops in dieser Sektenkutte, sage ich einmal. Gell? Dann haben wir noch Werbung für weitere Figuren, den Savage He-Man Fisto. Andra, auch eine Figur, die ich vorher nicht kannte, muss ich ehrlich sagen. Triclops eben. Faker, eine sehr super Faker-Variante. Oh, also wirklich Wahnsinn. Dann haben wir Scareglow und Stinkor. Gell? Und auf der anderen Seite sehen wir nur das, ja, was heißt nur, halt den Triclops Schriftzug. Gell? Ja, ja, soweit der liebe Triclops in seiner Verpackung, in seinem Blister. Gell?
Und jetzt schlage ich vor, schauen wir uns die Figur in aller Ruhe ausgepackt an. Und da haben wir den lieben Triklops ausgepackt, meine lieben Freunde und Freundinnen. Das erste Mal für mich, dass ich eine Masterverse-Figur in den Händen halte, gell? Hier habt ihr ihn von vorne, von der Seite. Hier habt ihr diesen Visor mit seinen drei verschiedenen Augen. Und das habe ich schon getestet. Der Visor lässt sich bei mir ganz, ganz schwer drehen. Und deswegen lasse ich das auch. Hier habt ihr ihn von hinten. Leider, ich sehe schon keine Scheide für sein Schwert. Und von der Seite. Und hier, Triklops ist also blond. Gell? Oder, ja, dunkelblond. So. Sehr schön. Und wie gesagt, hier hat er seinen Visor, wo er so drei verschiedene Augen hat. Gell? In der Richtung geht es. Seht ihr, das geht bei mir leider ganz schwer. Und dann lasse ich das lieber. Und das ist auch kein großes Problem, weil die Figur steht ja sowieso nur in Anführungsstrichen irgendwo rum. Gell? Sehr schön. Also sehr schön von der Haptik her. Also von der Haptik natürlich viel, ja, vom Gefühl her wertiger als die Origins, das ist klar. Nur es ist alles sehr, sehr steif. Gell? Also ich muss da schon sehr viel rummachen, rumdrücken und das möchte ich ja nicht. Gell? Die Figur bleibt einfach so, wie sie ist. Und steht dann, hat halt höchstens das Schwert in der Hand und gut ist. Also das ist keine Figur, ja, zum Spielen, sage ich jetzt mal. Das merke ich schon auch bei mir. Also die Gelenke sind alle sehr steif. Vielleicht gibt sich das, wenn sie mal eine Zeit lang, ja, bei Raumtemperatur gestanden ist, sage ich mal. Gell? Hier habt ihr also das quadratische Auge, hat er hier an dem Visor. Das gefällt mir aber dann bei dem gewöhnlichen Triklops von damals, muss ich ehrlich gesagt, besser. Gell? Dieses Auge und so ein Auge. Und jetzt müsst ihr euch halt vorstellen, eigentlich könnte man das jetzt so drehen, aber das ist in meinem Fall wirklich ganz schwierig und steif. Gell? Aber kein Problem, denn es ist ja nur eine Figur zum Anschauen. Also kein Problem. Gell? Dann hat der liebe Triklops noch dabei eben diese Wechselrobe. Das müsst ihr euch jetzt halt vorstellen, wie er das anhat. Gell? Hier so diese Kutte. Dann hat er hier nochmal irgendwie, weiß ich was das ist, nochmal so eine, nochmal eine Schürze oder irgendwas. Gell? Bin ich überfragt und sieht auch nicht gut aus. Dann hat er hier den Wechselkopf, wenn er da dieser Sektenführer ist. Gell? Auch mit seinen drei verschiedenen Augen. Ja. Und er hat zwei Wechselhände dabei. Ja, das sind halt so, so diese, ja, hier Beta-Hände oder wie auch immer, gell? Diese hier, ich bin hier da, ich segne euch Hände oder wie auch immer. Ja, der Fokus mal wieder, gell? Katastrophal. Ja, zwei Hände. Und dann hat er noch dabei sein Schwert, das 100-mal besser aussieht als beim gewöhnlichen Triklops. Also es ist nicht einfach grün. Nein, es sieht aus, ja, wie ein richtiges Schwert. Ja? Ja, genau. Soweit zum Triklops ausgepackt. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt von dieser Figur ausgehe, optisch einwandfrei. Aber bei mir, Visor steif, Gelenke alle steif, da bleibe ich doch dann erst einmal bei den lieben Origins, gell? Aber ist klar, eine Masterverse-Figur ist jetzt eher zum Hinstellen, zum Anschauen, meiner Meinung nach. Also es ist alles kein Problem, ich möchte gar nicht meckern, gell? Aber da ist mir, sind mir die Origins von der Handhabung her etwas lieber, muss ich ehrlich sagen. Aber natürlich optisch macht eine Masterverse-Figur viel, ja, viel besser. Und ich hatte ja damals mal den Original-Triklops und jetzt habe ich endlich wieder einen. Wunderbar, aber das ist natürlich eine Figur, die steht, die soll nur zum Anschauen sein, zum Hinstellen, das ist logisch. Gell?
Aber dann bleibe ich doch lieber mal bei den Origins, muss ich ehrlich sagen. Da hatte ich diese Probleme hier mit dem Ganzen, dass alles steif ist und so, hatte ich nicht, gell? Da und der Visor, und ich möchte da jetzt auch nicht so viel rumdrücken, gell? Ja, das ist Triclops. Und jetzt noch, was denkt ihr, wenn ist das wirklich nur ein Visor, den Triclops abnehmen kann und er hat dann ein gewöhnliches Gesicht? Oder ist irgendwie oben, ja, wie soll man sagen, alles weggefetzt und das ist hier alles robotermäßig? Was meint ihr, gell? Also ich sage, weil ja hier auch so ein Dingen ist, er ist ein menschlicher, also ein ganz gewöhnlicher menschlicher Charakter und er setzt sich diesen Visor auf, um halt dann eben besondere Fähigkeiten zu erlangen. Das ist meine Meinung, gell? Also wie gesagt, optisch einwandfrei, auch von der Haptik her natürlich, das merkt man sofort, hochwertiger, detaillierter, alles wunderbar, aber alle Gelenke sind bei mir richtig steif. Vielleicht gibt sich das mal, wenn er eine Zeit lang halt eben bei Raumtemperatur gestanden hat. Also zum Spielen klingt jetzt komisch aus dem Munde eines 44 Jahre alten Mannes, aber zum Spielen würde ich die Figur jetzt nicht nehmen, sondern einfach nur zum Anschauen und zum Erfreuen. Und dafür langt sie allemal, gell? Jawohl. Das ist der liebe Triclops oder Triclops, meine lieben Freunde und Freundinnen. Und das war dann auch schon wieder das Video, meine lieben Freunde und Freundinnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas die Zeit vertreiben. Wenn dem so gewesen sein sollte, meine lieben Freunde und Freundinnen, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich freuen. Ansonsten sage ich, wir sehen und hören uns zum nächsten Video wieder, gell? Bis dahin verabschiede ich mich von euch und sage Tschüss, bis dann. Ciao. Tschüss.